Hallo im Podcast-Kanal vom Verein Krank durch Brustimplantate, wir helfen e.V. Dein Podcast für Aufklärung rund um Silikonimplantate. Mit echten Erfahrungsberichten und Expertentalks informieren und begleiten wir dich im Prozess der Implantatentfernung. Du hast noch den Wunsch, dir Brustimplantate einsetzen zu lassen? Dann hör hier rein. Ich bin Birgit Schäfers, selbst Betroffene und Gründerin der Initiative. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Sabrina. Hallo Sabrina. Ich freue mich, dass du da Hallo bist. Hallo Birgit. Hi. Hallo Birgit. Sabrina, stell dich doch unseren Zuhörerinnen kurz vor. Wir wollen ja heute deine Erfahrungen mit Brustimplantaten besprechen. Also wir haben heute mal wieder einen Erfahrungsbericht. Aber sag du doch einfach mal ein bisschen was zu dir. Mein Name ist Sabrina. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, mir Implantate setzen zu lassen, weil ich 3 Kinder gestillt habe und auch sehr lange. Und ich mich halt einfach nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und das war so die Entscheidung, die mir in meinem Kopf sehr gut getan hat. Und habe dann 2011 den Schritt gewagt und habe mir dann Allanganimplantate einsetzen lassen. Und da fing dann die Misere an. Okay, da fing die Misere an. Das heißt, du hattest mir erzählt, du hattest im Prinzip schon von Beginn an Probleme. Ne? Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen was dazu. Also was passiert ist und vielleicht auch, warum du dann doch gar nicht, also das mit den Implantaten in Verbindung gebracht hast oder warum es dann am Ende jetzt auch, warum sie immer noch drin sind sozusagen, ne? Deine ganze Geschichte eben. Was war los nach der Implantation? Ja, also ich hatte eine ambulante Operation, die angeblich total unproblematisch ist. Ich habe aber direkt nach der Narkose nicht atmen können. Ich war grün, ich hatte Übelkeit. Nach 2 Tagen konnte ich immer noch kein Wasser einbehalten. Mein Mann hat dann mit dem Operateur telefoniert und er hat halt gesagt, dass es wahrscheinlich die Narkose gewesen wäre, die einfach zu hoch dosiert gewesen ist, weil ich so nervös gewesen wäre. Und ich soll mir einfach ein bisschen mehr Zeit geben und das würde alles schon alles heilen. Ich konnte halt von vornherein einfach nicht mehr richtig tief einatmen und hatte einfach dauerhaft das Gefühl, dass jemand auf mir drauf sitzt oder liegt. Und ja, die Übelkeit, die ist dann tatsächlich nach dem 2. Tag abends weggegangen. Da habe ich das erste Mal auch wieder was gegessen. Aber es kamen dann halt immer mehr Symptome dazu und da wurde dann vom Operateur gesagt, dass ich vielleicht parallel eine Grippe verschleppt habe. Das könnte schon mal passieren, weil man ja auch durch so eine Operation einfach immungeschwächt ist. Und ja, das hat man dann erstmal, oder ich habe es dann erstmal geschluckt und habe versucht, mich nicht mehr mit meinen Symptomen zu beschäftigen, sondern erstmal mit der Heilung. Du hast mir auch erzählt, dass du, das hast du gerade auch gesagt, du hattest auch von Anfang an also eine veränderte Atmung und auch eine veränderte Stimme und hast schon das damit in Verbindung gebracht, aber soweit ich das in Erinnerung habe, hast du mir erzählt, du wurdest belächelt oder es wurde negiert, ne, dass es von den Implantaten kommen kann. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wie damit umgegangen wurde? Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt 13 Jahre im Grunde immer wieder, egal wo ich hingegangen bin, über die ganzen Symptome, die entstanden sind, die kann ich gleich gerne wirklich mal aufzählen, weil das inzwischen so viel ist, dass das ist also schon sehr, sehr verrückt. Es wurde halt immer gesagt, naja, vielleicht hatten sie wirklich einen grippalen Infekt und dadurch sind sie einfach geschwächter. Ich war einfach so eine richtige Lebefrau. Ich habe immer Party gemacht. Wenn ich mir morgens vorgenommen habe, ich räume das Haus um, habe ich mir die schwersten Sachen gepackt und habe die schwersten Möbel umgestellt, habe einfach mal eben eine ganze Wohnung gestrichen, wenn ich da Lust zu hatte. Und
Ja, da wurde halt immer gesagt, naja, sie haben halt wahrscheinlich irgendwo eine Grippe verschleppt. Also das war immer so der Gedanke. Irgendwann wurde dann mal von einem Arzt gesagt, naja, sie könnten ja mal vielleicht drüber nachdenken, ob sie einfach einen Burnout haben. Wie wäre es dann mal mit einer Kur? Das musste ich mir halt dann immer so, was heißt anhören? Natürlich nimmt man es auch erstmal an und denkt darüber nach, ob das vielleicht der Grund ist. Letztendlich kam dann. Also diese zum Beispiel, dass ich sehr, also meine Stimme ist natürlich ein bisschen anders geworden. Es ist ja auch ein anderer Körper, den man einfach mit sich trägt. Ich konnte früher immer so ein bisschen singen. Also wir haben viel Singstar und sowas gesungen und das kann ich gar nicht mehr. Ich schaffe es teilweise nicht, Sätze zu Ende zu sprechen. Ich habe früher, hatte ich selber schon mal Krebs und habe auch eine Lungenteilresektion gehabt, habe aber damals meinen Behindertenstatus komplett abgegeben, weil ich mich zu 100% gesund gefühlt habe, bis zu der Operation. Also tatsächlich mit diesem Tag hat sich einfach mein Leben komplett verändert. Das ist ja eine Leider super wichtige negativ. Info, denn du hast mir gesagt, du hattest einen Non-Hodgkin, ja, und zwar vor der Genau. Implantation. Und wie kann das sein? Also wie ich dich verstanden habe, war das tatsächlich angegeben, ja, als dein Gesundheitszustand abgefragt wurde und du wurdest trotzdem implantiert. Das hat mich total schockiert. Also wie kann das denn sein, dass ein Arzt dann das nicht als Kontraindikation nimmt und dich wegschickt und sagt, ich implantiere sie nicht? Hast du das jemals bei deinem Implanteur angesprochen? Hast du Kontakt zu ihm gesucht? Ja, also ich war der erste Operateur, der wäre in Essen gewesen. Und der hat tatsächlich auf dem Operationstisch gesagt, er hat das mit seinem Team besprochen und ihm wäre das Risiko zu groß und hat mich wieder weggeschickt in dem OP-Hemdchen. Und der Herr aus Düsseldorf, der hat gesagt, er würde es trotzdem machen. Für ihn gäbe es keine Besorgnis, also auch, dass ich halt Drähte im Körper habe, weil ich halt damals ist das Sternum geöffnet worden, um den Krebs, der war halt an der Lunge und da musste halt die Lunge mit entfernt werden, also ein Teil der Lunge entfernt werden. Und der erste Arzt, der operieren wollte, der sagte halt, er hätte Angst, dass die Drähte sich erhitzen und ich dadurch halt verletzt werde. Und der zweite Arzt sagte, er arbeitet mit ganz modernen Mitteln und da passiert gar nichts. Der Krebs an sich war, so wie ich das eigentlich damals noch so in Erinnerung hatte, nie ein Problem, sondern eher die Art und Weise, wie ich operiert worden bin, dass halt einfach mein Brustkorb nicht mehr so stabil, ist wie bei, einem gesunden Menschen vorher. Aber wie gesagt, das war kein Thema. Also dass ich Krebs hatte, das hat keiner jetzt hingenommen oder beziehungsweise keiner hat gesagt, dass es ein Problem darstellen wird. Und nachdem dich der erste Arzt weggeschickt hatte, hast du aber, also du wolltest halt die Implantate, weil du dich so unwohl gefühlt hast und hast dir dann noch mal eine Zweitmeinung geholt. Also kam das dann so, dass du dann quasi noch mal zu einem anderen Arzt gegangen bist, der dann gesagt hat, nee, gar kein Problem und der, Ja, genau. Ich habe dann eigentlich so mit den Besten genommen, den es gab. Also tatsächlich fühlte ich mich auch eigentlich gut beraten. Und es wurde mir halt damals auch gesagt, dass es an sich also es ist schon viele Jahre her. Inzwischen hat sich da ja ein bisschen was getan, muss man, also ne, zum Positiven auf jeden Fall. Aber damals gab es auch Breast Implant Illness überhaupt nicht. Da wurde nicht drüber gesprochen. Es gab es einfach nicht. Das Einzige, was gesagt wurde, war halt, dass diese Kapselfibrose entstehen kann. Und es wurde sogar meinem Mann und mir gesagt, dass meine Implantate so sicher sind, dass sie ein Leben lang drin bleiben können und dass man mit einem LKW drüber fahren kann und die nicht kaputt gehen. Also inzwischen habe ich Bilder gesehen, da ist kein LKW drüber gefahren und die Dinger sind komplett zerfleddert und das sind genau die Implantate, die ich immer noch in meinem Körper habe. Ja, es geht ja nicht nur darum, sondern es geht ja auch darum, dass du auch das Modell hast, das leider nun mal den größten Anteil hat an den weltweiten BIAACL-Diagnosen, ne? Also Krebs Ja, durch genau, es ist auch Brustimplantate, ein ne? Muss man, Lymphdrüsenkrebs. genau.
Nochmal zurück, du hast eben das so schön und kurz formuliert. Ich habe mich gut beraten gefühlt. Und das ist ja oft so, dass es wird ja beraten. Es wird ja nicht nicht beraten. Die Frage ist nur, wie. Und wenn eben, und das ist eben die Krux an der ganzen Sache, wenn eine nicht informierte Frau in so ein Gespräch geht, dann nimmt sie das ja alles als Wahrheit, was der Arzt sagt oder die Ärztin, ja. Und wenn man dann nicht weiß, was alles passieren kann, und ein Arzt klärt einen sehr wohl über das Risiko einer Kapselfibrose auf oder eben über die ganz normalen, üblichen OP-Risiken, dann hat man ja tatsächlich hinterher das Gefühl, ich wurde aufgeklärt, ja. Die Frage ist doch nur, wie ehrlich und wie umfangreich wurdest du aufgeklärt, ja? Und wenn dir eben nur das gesagt wurde und sogar noch der nette Satz, den wir ja nun alle zur Genüge gehört haben, ja, auch schon hier im Podcast, immer wieder, da kann ein LKW drüber fahren, wie sieht denn tatsächlich deine Realität jetzt aus? Hat sich das, ja, hat sich das bewahrheitet oder wie geht's dir heute? Was ist los? Erzähl uns mal was. Ja, also ich bin im Grunde, bin ich jetzt fast kränker, als ich damals Krebs hatte und Chemotherapie erhalten habe. Also da habe ich mich tatsächlich kräftiger gefühlt als jetzt. Also ich versuche meinen Alltag so gut es geht zu bewältigen, aber ich bin immer chronisch erschöpft. Ich habe immer noch diese Kurzatmigkeit. Gut, bei mir kann man sagen, du hattest ja eh Krebs, da fehlt ja eh Lunge, aber es war vorher ein ganz anderes Gefühl und ich konnte viel, viel besser atmen. Inzwischen ist eine Lungenfunktionsstörung noch dazugekommen, weil das Zwerchfell komplett gequetscht wurde, vielleicht auch unter der Operation, dass das alles so ein bisschen verschoben wurde, weil die Implantate werden ja auch mit unheimlich viel Druck in den Körper geschoben. Und ich hatte, also der Arzt hatte zu mir gesagt, dass ich eine extrem große, ausgeprägte Brustmuskulatur habe und dass es extrem schwer war, die Implantate überhaupt unter den Brustmuskel zu bekommen. Daher kann man sich schon vorstellen, dass das einfach ja nicht natürlich sich anfühlt und dadurch auch zum Beispiel extrem Verspannungen entstehen können. Der Atlaswirbel ist bei mir immer ein großes Thema. Ich habe die Schultern und den ganzen Rücken renke ich mir ständig selber aus, nur bei einer komischen Bewegung. Ich muss alle 2 Wochen werde ich eingerenkt und bekomme Massagen und Lymphdrainagen inzwischen. Ich habe starke Gelenkschmerzen. Habe chronische Gelenksentzündungen. Ich habe unglaublich komischen Bluthochdruck, der auch unerklärlich ist. Also manchmal habe ich so hohen Blutdruck aus dem heiteren Himmel heraus, dass ich dann teilweise sogar Notfalltabletten nehmen muss, weil der Blutdruck dann so hoch ist. Also ganz, 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 ganz komisch, einfach ein Blutdruck von 198 zu 170. Und dann am nächsten Tag kann es mir aber passieren, dass der Blutdruck dann, hatten wir letztes Mal erst, da hatte ich 65 zu 58, also da bin ich umgefallen. Ich habe für mich selber festgestellt, dass wenn meine Schmerzen größer sind, der Blutdruck auch dementsprechend hochartig hochschießt. Stress, sowas löst natürlich auch einiges Ja, aus. klar. Ich habe auch relativ früh kamen starke Sehprobleme dazu. Ich bin dann immer zum Augenarzt gegangen und hab halt Sehtests machen lassen und die haben halt immer gesagt, sie haben immer noch über 100% Sehkraft. Also ich konnte eigentlich immer sehr, sehr gut gucken, also ob jetzt kurz oder weit, immer über 100%, seitdem ich den ersten Sehtest mit 18 gemacht habe für den Führerschein. Und trotzdem wurde es immer schlimmer. Ich habe immer oft die Augen gekniffen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so eine Art Fettfilm auf den Augen habe. Und auch das haben viele der Frauen. Also es sind so viele Symptome, die sich da einfach gleichen. Dann habe ich eine Gallen-OP gehabt, was auch jetzt nicht so ganz typisch in unserer Familie ist. Dann habe ich eine Fettleber bekommen, obwohl ich mich sehr gesund ernährt habe, immer.
ich versuche immer so ein bisschen mit pflanzlichen Dingen zu entgiften, aber die Fettleber bleibt einfach. Der Körper ist einfach vergiftet durch das Silikon. Da kannst du machen, was du willst. Es ist einfach im Körper drin. Dann habe ich ja, dieses Brain Fog, also dass ich viele, viele Dinge einfach nicht mehr weiß, mich sehr schlecht konzentrieren kann. Mir passieren auch viele Dinge auf der Arbeit, wo mich, also wir sind selbstständig, ne, wir haben einen Handwerksbetrieb. Ich bin also im Grunde dadurch, dass mein Mann mich nicht rausschmeißen kann, habe ich noch meinen Job. Woanders hätte ich keinen Job mehr, weil mir einfach oft Fehler passieren, also auch Dinge, dass ich Überweisungen tätige und anstatt 1.500 15.000 € überweise. Das hätte ein normaler Chef einfach mal nicht mitgemacht. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ja, dann habe ich ein Restless-Leg-Syndrom, also dauerhaft Krämpfe. Nachts trete ich manchmal um mich vor Schmerzen im Schlaf oder Halbschlaf, je nachdem, wie man es dann einfach so wahrnehmen möchte. Da musste die Gebärmutter entfernt werden, weil ich dann starke ausgeprägte Endometriose entwickelt hatte. Ich habe extrem viele Unverträglichkeiten. Also egal, was ich esse, es muss immer eine Toilette in der Nähe sein. Dann hatte man jetzt eine chronische Magenschleimhautentzündung festgestellt, die ich auch nie hatte. Also ich bin auch nicht so der Mensch, der sich übergibt. Also wenn wir Magen-Darm haben, dann bin ich nicht diejenige, die wo das so extrem rauskommt. Also hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, und was dann eigentlich auch noch dazu kommt, ach so, ja, genau, und ich habe auch noch zum Beispiel eine Störung des vegetativen Nervensystems. Das ist halt auch, wenn der Körper einfach insgesamt nicht mehr miteinander gut in Verbindung steht. Also da passiert einfach auch auf einer Ebene was mit dem Körper, das man vielleicht nicht wahrnehmen kann und das man auch nicht mal eben durch Blutabnehmen wahrnehmen kann. Nee, Ja, das ist ja also das Problem, ne? Genau, dass wir halt richtig. oft mit guten, in Anführungsstrichen, Blutwerten nach Hause gehen und Ja. somit dann auch viele Schulmediziner daraus schlussfolgern, sie haben nichts, ne? Das ist ja natürlich das Richtig. Fatale an dieser Situation. Du hast mir auch gesagt, du hast eine Fibromyalgie-Diagnose. Das ist ja so diese typische Diagnose, wenn man von Kopf bis Fuß Schmerzen hat Genau. und der Arzt findet nichts. Ja, ich sage das mal so überspitzt. Wie sieht es denn psychisch aus? Wie geht es dir denn damit? Also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, was das mit einem macht, was das auch mit der Psyche macht, gerade wenn man vorher so ein Hans Dampf in allen Gassen war, so habe ich dich verstanden. Und plötzlich ist man voll ausgebremst. Wie geht's dir? Wie geht's dir psychisch? Du hast auch gesagt, du hast Panikattacken und genau, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen. Also erst fing es natürlich mit starken Selbstzweifeln an, ja. Also wenn natürlich dann ein Arzt vor einem sitzt und der sagt, naja, Ihre Werte sind super und jetzt haben wir das untersucht. Und natürlich gab es immer mal bestimmte Diagnosen oder bei den Untersuchungen ist dann wirklich festgestellt worden, Mensch, der Bluthochdruck ist ja katastrophal. Dann wurde immer nur gesagt, ja, Sie bekommen jetzt Medikamente dagegen. Und dann habe ich natürlich dann im Gegenzug gesagt, ich möchte keine Medikamente, ich möchte wissen, woran es liegt. Wir müssen den Auslöser finden. Und da sind die Ärzte dann sehr häufig einfach am Ende. Ich habe Gott sei Dank einen ganz tollen Reha-Mediziner, der auch oft sehr liebevoll ganz viel Verständnis gezeigt hat, ja, der dann einfach gesagt hat, ne, wir gucken jetzt einfach, dass wir Ihnen was Gutes tun. Aber auch er hat natürlich keine Chance oder wie soll ein Arzt, der gar nicht aus dieser Sparte kommt, sagen, Mensch, wir müssen da jetzt wirklich was machen. Vielleicht gibt es noch andere Untersuchungen oder vielleicht kann man das Blut anders untersuchen, aber irgendwas ist ja in Ihnen. Also auch da, die Verbindung hatte ich bis 2021, hatte ich die Verbindung nicht dazu. Ja, also ich habe das erst, habe ich erst wirklich rausgefunden, da hast du bei Stern TV, glaube ich, irgendwo im Fernsehen auf jeden Fall war, gab es einen Bericht, den ich zufällig gesehen habe. Und dann habe ich erst angefangen, mich zu erkundigen, bin dann bei Facebook beigetreten und dann fiel es mir wie Schuppen von den Tja, Augen. ja. Und Ne? so passiert es ja sehr oft. Und wenn wir aber aufklären, dann sagen plastische Chirurgen unheimlich gerne,
Ja, klar, jetzt lesen Sie sich alle die Symptome an in Social Media und plötzlich sind sie alle krank. Nein, es passiert meistens umgekehrt. Die Frauen sind schon jahrelang krank, wissen überhaupt nicht, was los ist. Und dann, dank Social Media oder ne, unserer Homepage oder was auch immer, wird es den Frauen klar, woran es liegt. So rum ist es, ja. Und so rum ist es meistens. Also ich kenne selten Fälle, in denen es anders ist, ja. Und jetzt noch mal zurück. Du hast vorhin gesagt, also du hast selbst gesagt, du bist jetzt überhaupt nicht mehr belastbar. Es ist irgendwie einigermaßen schaffbar, weil ihr selbstständig seid und du im Prinzip nicht rausgeworfen werden kannst. Ja, wobei es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn du fit wärst. Ja, aber mal davon abgesehen, würdest du insgesamt sagen, so wie du dich erlebt hast, gut, du hattest vorher diese Krebserkrankung, aber würdest du sagen, das ging wirklich bergab mit der Implantation? Also du warst vorher, also du würdest schon diese Dinge mit deinen Implantaten in Verbindung bringen, ja? Ganz klar. Oder? Absolut, absolut, absolut. Da gibt's gar keine Frage, weil es ist ja nicht nachgewiesen worden, dass ich irgendein Virus in mir habe. Also solange man mir nicht das Gegenteil beweisen kann, und das ist halt niemals rausgekommen, sondern nur eine Vermutung. Und auch als ich 2021 das rausgefunden habe, habe ich direkt den Operateur angerufen, beziehungsweise erst per E-Mail kontaktiert und dann habe ich mit ihm auch telefonieren dürfen. Und er hat da immer noch gesagt, Sie haben mit Sicherheit ein Virus verschleppt, dass er sieht überhaupt keinen Zusammenhang, obwohl 2021 tatsächlich schon so viele Breast Implant Illness Fälle Ja. aufgetaucht sind und auch viele Ärzte halt auch aus dem Grund die Implantation auch in Frage gestellt haben. Und inzwischen gibt es auch Ärzte, die nicht mehr implantieren. Also es tut Gott sei sich ja Dank. einfach mal was. Naja, Ne? Gott da sei tun Dank. wir Ja, sehr aber viel auch, für. Da ja, tun wir sehr ich viel wollte für. gerade sagen, Sonst wäre das genau, nicht so passiert. Genau, muss man einfach dank eurer sagen. Arbeit. Ja, das ist so. Dank eurer Ja, Arbeit. jetzt muss man noch mal dazu sagen, du hast jetzt echt, also du bist sehr krank, wenn ich das so, also so kommt es bei mir an, dass du sehr krank bist und du hast uns vorhin dein Alter gar nicht verraten. Du bist noch eine ganz junge Frau. Du bist zwar Mama von drei Kindern und so hast mir auch verraten, dass du sogar schon ein Enkelchen hast, aber du bist ja gerade mal 47 Jahre alt. Das heißt, du hast dein Leben noch vor dir. Und jetzt ist es so, die meisten Frauen, die uns finden, kann man sagen, die gehen dann tatsächlich in den Prozess der Explantation, ne, beschäftigen sich damit kürzer oder länger und lassen dann tatsächlich die Implantate samt Kapseln entfernen. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Das ist ja ein Riesenproblem. Ne? Ja, ich musste gerade wirklich schlucken, als du gesagt hast, also ne, 47 und ich habe mein Leben noch vor mir. Für mich fühlt sich einfach so an, als wenn die schönsten Jahre einfach ja schon lange hinter mir liegen. Ich bin aber trotzdem Stehaufmännchen und aufgrund dessen habe ich halt damals dann es war, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich dann angefangen. Wegen der Explantation, auch wegen der Krankenkasse, weil ich halt gedacht habe, naja, vielleicht können die mir helfen, etwas dazu beizusteuern. Und dann habe ich mich informiert, war bei einer tollen Ärztin in Düsseldorf, die explantiert, die auch bei krank durch Brustimplantate ja, mit auch dabei ist und auch inzwischen sich da auch gut mit auskennt. Die auf der Liste Und steht, ne? Meinst du, die auf unserer Ärzteliste genau, steht? die steht auf der Explantationsliste, die halt auch ordentlich alles mit rausnehmen, was ja so furchtbar wichtig auch für uns ist. Nicht nur explantieren, sondern dass die Kapsel mit entfernt wird. Und dann hatte ich aber parallel dann etwas vom Dr. Schater von dir gesehen. Ich glaube, das war auch ein Interview. Oder Dr. Schater wurde irgendwo erwähnt und dann dachte ich auch, Mensch, der ist ja auch in Düsseldorf, also kontaktiere ich ihn mal, nur um einfach mal eine Meinung zu erhalten, was er denn denkt, ob auch er sieht, dass da eine Verbindung zu meinen ganzen Krankheiten ist. Und dann habe ich auch relativ schnell einen Termin bekommen und er hat dann halt gesagt, also erstmal sieht er natürlich eine Verbindung dazu, er ist da ja inzwischen auch
ja, ein guter Ansprechpartner Ja. geworden für die Ja. Frauen. Und dann hat er aber gesagt, dass er eigentlich eher ein Problem in der Explantation sieht. Er ist nämlich auch ein Lungenfacharzt. Nicht nur Gutachter, sondern auch Lungenfacharzt. Und er sagte halt einfach, aufgrund meiner Vorgeschichte wäre vielleicht die Explantation gar nicht so ungefährlich. Und da dachte ich, um Gottes Willen, habe ich natürlich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann hat er gesagt, er wird ganz gerne da mal ein paar Untersuchungen machen lassen. Und dann hat er mir dann eine Adresse in Düsseldorf auch gegeben, wo dann die nächsten Untersuchungen stattgefunden haben. Und da ist dann festgestellt worden, dass nicht nur also ein Teil also die eine Lunge, da ist ja nicht mehr viel von da, weil die mit damals mit dem Krebs entfernt worden ist, aber dass insgesamt halt so eine Lungenfunktionsstörung entstanden ist, weil einfach auch die ganze Muskulatur vom Oberkörper einfach nicht genug Platz hat. Also ne, die Brustmuskulatur, die ist durch die Implantate einfach ganz eingeschränkt und hat einfach da unheimlich viel kaputt gemacht. Das ganze Zwerchfell sitzt nicht da, wo es soll. Es ist verkürzt. Es ist ja, da ist einfach nicht viel, um eine sichere Operation genau auch an der Stelle machen zu können. Also durch die Explantation ist ja auch ein Ruckeln und Zuckeln. Und bei diesen ganzen Lungenfunktionstests ist dann halt nur, wenn ich gegen einen Gegenstand atmen muss, dann habe ich nur 63% Sauerstoff im Blut. Das ist natürlich lebensbedrohlich, weil ich möchte nicht mit einem Hirnschaden aufwachen oder vielleicht gar nicht mehr aufwachen. Und auch Fahrradfahren, solche Dinge, also auch Treppensteigen, all das im Alltag ist einfach mit der Operation immens schwieriger geworden. Und Okay. ne, also so der Alltag, meine Hobbys, das, Ja. ne, es ist halt alles da relativ schwierig und ja. Das heißt, du gehörst jetzt tatsächlich zu den wenigen Frauen, die kein Go haben für die Explantation, ne? Das heißt, du hast einen Fremdkörper bzw. zwei Fremdkörper im Körper, die du nicht mehr haben willst, die dich sehr krank gemacht haben und die dort verbleiben müssen. Wie geht's dir damit? Das ist ja also für mich eine Horrorvorstellung. Du hast mir auch gesagt, du hast ein Brennen in der Brust, das macht Angst, was absolut verständlich ist, ja, also nicht nur das, aber dann ist es natürlich auch immer noch so allgegenwärtig. Wie geht's dir? Also wie gehst du damit um? Wie schaffst du das? Ich habe natürlich am Anfang habe ich dann gedacht, dass ich vielleicht durch die Therapie, also ich habe dann eine Therapie in Düsseldorf angefangen, um meine Lunge einfach wieder auf einen besseren Weg zu bekommen. Und die Therapeutin, eine ganz, ganz tolle, nette Therapeutin, sagte, also wir müssen mindestens 2, 3 Jahre diesen Weg gemeinsam gehen. Es ging nicht so voran, wie ich mir das wünsche. Deswegen bin ich natürlich jetzt noch nicht so ganz ohne Hoffnung. Aber ich werde diesen Weg gehen, wenn zum Beispiel jetzt wirklich durch eine Untersuchung festgestellt wird, dass das einfach ja, den Körper noch mehr belastet, wenn ich, also ne, wenn ich merke, dass ich jetzt wirklich gar kein Leben mehr habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Gespräch mit dir nicht mehr führen könnte. Ja, ich sitze zwar jetzt, ich bewege mich nicht, deswegen hört es sich auch einigermaßen normal an. Aber wenn ich merke, dass ich gar nicht mehr an meinem Leben Spaß habe, wenn ich gar nicht mehr die Hoffnung habe, dann würde ich diesen Weg gehen. Und mein Mann steht da auch nach wie vor hinter mir, obwohl er auch sehr große Angst hat, mich zu verlieren oder halt auch die Klar. Folgen. Was ist, wenn ich auf einmal einen Hirnschaden habe und Ja. ich ein Pflegefall bin? Natürlich haben wir uns mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. Und ja, eigentlich beschäftige ich mich jeden Tag mit diesen Gedanken und ich versuche es aber ein bisschen, ja, nicht zu verharmlosen, hört sich verrückt an, weil natürlich weiß ich, wie groß die Gefahr ist, aber ich versuche mich damit nicht verrückt zu machen. Ich versuche jeden Tag das Beste draus zu machen und es gibt Tage, da bin ich schwerst depressiv, also wirklich, da sitze ich zu Hause und weine,
hat. Du hast ja vorhin auch schon die Panikattacken angesprochen. Also das ist halt einfach auch, weil man sich so machtlos fühlt. Ja, also man kann über seinen eigenen Körper nicht mehr bestimmen. Man kann seinem Körper nicht helfen, vielleicht ein Stückchen weit wieder zu heilen. Und jedes Jahr, wo ich die Implantate drin habe, steigt einfach das Risiko, dass ich nochmal an Krebs erkranke. Ich habe jetzt extra dreimal auf Holz geklopft, weil ich natürlich weiß, dass ich auch mit meinem positiven Gefühl Dinge auch positiv in mir beeinflussen kann. Ja, also ich bin immer noch ein Stehaufmännchen oder eine Stehaufrau, Genau. aber was mir und auch dir und eigentlich allen anderen Frauen in der Gruppe so wichtig ist, einfach, dass man weiß, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr die Wahl hat. Und nur weil vielleicht die Brüste nicht dem Schönheitsideal entsprochen haben, was wir aus Zeitschriften und Fernsehen kennen, heißt das noch lange nicht, dass wir wertloser sind, sondern genau deswegen sind wir viel einzigartiger. Und das sollte uns stark machen, dass wir es alle nicht nötig haben. Und auch eine Frau, die beide Brüste entnommen bekommen hat, kann wunderschön sein, nur wenn sie es ausstrahlt. Ja, und das ist so wichtig. Und ich bin euch so, so dankbar. Ich weiß, wie viel Zeit du und alle Leute hinter den Kulissen tagtäglich mit Frauen reden und Aufklärung betreiben und für jeden immer ein offenes Wort haben. Und genau das ist das, was mich, glaube ich, auch wieder ein bisschen glücklicher macht, dass ich einfach weiß, dass ich nicht alleine bin. Dass auch wenn alle Ärzte sagen, sie haben nichts, dass so viele tausend Frauen nicht die gleichen Symptome haben können. Ne? Genau, Also, ja. ja. Ja, danke. Ja, danke für deine Worte und auch für deine Wertschätzung. Und du hast es nochmal gesagt, das hast du auch zu mir im Vorgespräch gesagt. Du wurdest nicht glücklicher durch die Implantate, sondern es wurde alles schlimmer. Und obwohl es gut aussieht, hat es dir nur Leid gebracht. Ja, und Genau. das Was finde bringen ich dir schöne Brüste? genau, ganz genau. Nix. Ja, eben. Und ich finde, es ist auch noch mal, also du hast es auch noch mal ganz gut hervorgehoben, wie mangelhaft die Aufklärung tatsächlich ist. Ja, natürlich wird aufgeklärt, aber immer noch nicht schonungslos, nicht umfangreich. Und du hast mir sogar erzählt in unserem Vorgespräch, dass du sogar auf gezieltes Nachfragen, was denn für Probleme auftauchen könnten, das verrate ich jetzt mal noch, dass es auch da negiert wurde. Das heißt sogar, ne, sogar wenn jemand gezielt fragt, wird es noch verniedlicht und verharmlost. Und ja, du hattest mir auch erzählt, du hattest vor 5 Jahren, glaube ich, eine Mammographie, ne? Und seitdem geht es dir schlechter. Und das ist auch was, was ich gerne immer auch noch mal sage. Also die Konsistenz und die Beschaffenheit von Brustimplantaten, wenn sie im Körper sitzen, verändert sich eben. Und vielleicht kann da ein Auto drüber fahren, wenn die noch neu sind, ja. Aber wenn die in unserem Körper sind und sind unserer Körperchemie und unserer Temperatur ausgesetzt, dann sieht die Welt halt anders aus, je länger sie liegen. Und du hast es gesagt, das erinnert mich sehr an mich. Mir ging es dann schlechter nach der Mammographie. Also kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht dabei auch beschädigt wurden zusätzlich. Ja. Genau, das ist bestimmt möglich. Beim normalen Ultraschall werden ja leider auch die meisten, also man kann einfach nicht hundertprozentig sicher gehen, ob ein Implantat noch intakt ist, selbst wenn der Arzt sagt, er hat es geschallt, es sieht noch gut aus, haben wir auch in der Gruppe erlebt, dass es den Frauen immer gesagt worden ist. Eine Mammographie kommt für mich nicht mehr in Frage, absolut nicht. Zum einen ist es auch eine ganz schmerzhafte Sache und es fühlt sich auch nicht gut an, wenn die Brust da so reingedrückt wird. Ja, die Form hat sich verändert und es war auch einfach heiß. Es ist heiß geworden und seitdem habe ich auch immer dieses Stechen. Besonders in der linken Seite. Und natürlich stelle ich mir tagtäglich die Frage, kommt es jetzt davon, weil gerade was ausläuft? Oder man beobachtet auch seine Brust einfach viel skeptischer, wird sie kleiner, weil man ja auch inzwischen weiß, dass, ich sag mal, ein Implantat, was vorher 250 Gramm hatte, und 3, 4 Jahre im Körper war, dass es auf einmal teilweise, ich glaube, ich hatte letztes Mal was von 40 Gramm.
Es waren Oh. einfach 40 Gramm in diesem Implantat weg und das Implantat an sich war aber noch intakt. Wo ist die Flüssigkeit bitte hingegangen? Also das ist schon crazy. Also das sollte einfach nicht verschwiegen werden, was da einfach für Risiken sind. Es gibt mit Sicherheit Frauen, die viele, viele Jahre keine Probleme haben oder die sogar sich zwei, dreimal implantieren lassen. Scheinbar gibt es Menschen, die halt einfach stärker auf Silikon reagieren. Aber wer will dir vor der Operation sagen, ob du zu denen gehörst, die von dem Tag an einfach sein Leben nicht mehr haben? Naja, Ja, da. erstens das. Also erstens kann uns das niemand vorher sagen. Wir haben keine Kristallkugel. Und dann ist es auch so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ja auch ganz oft so kleine Anzeichen gar nicht als solche wahrgenommen werden. Na, also dass schon viele Frauen das ein oder andere Symptom haben, aber das einfach eben gar nicht damit in Verbindung bringen würden. Darum ist ja auch die Dunkelziffer eben so groß. Ne? Darum dauert es ja auch bei Ja. vielen Frauen jahrelang, bis sie irgendwann verstehen, oh, na, das waren wohl doch die Implantate. Also es ist halt sehr diffus, was alles auftaucht. Und sicherlich gibt es Frauen, je gesünder man lebt, ja, vielleicht spielt auch das Mindset eine Rolle. Sicherlich gibt es Frauen, bei denen das erst irgendwann passiert oder die vielleicht auch nie was merken. Aber geschädigt wird der Körper allemal, denn das Silicon Bleeding, also das Gelbluten, belastet jeden Körper. Ja, die Frage ist einfach nur, wie kann dein Körper damit umgehen? Und wie du schon gesagt hast, Richtig. das kann dir eben vorher niemand sagen. Das ist im Prinzip ein Lottospiel und das Risiko an sich ist längst nicht so gering, wie uns suggeriert werden soll, ja, sondern es ist weitaus höher. Wir können es nicht beziffern, aber ich glaube, zwischen dem, was uns in der Werbung da gesagt wird oder im Beratungsgespräch und der Realität liegen Welten. Also da Ja. bin ich sehr sicher. Und Ja. auch Wissenschaftler und Ärzte, die sich mit dem Thema eben schon lange befassen, ja, die nennen da auch ganz andere Zahlen, als das implantierende Chirurgen tun. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ja, aber das liegt einfach auch daran, dass es einfach totgeschwiegen wird, weil eine Frau, die sich operieren lässt, hatte ja Komplexe meistens oder hatte eine Erkrankung. Und mit dem Implantieren möchten die Frauen ja einfach ihre Vergangenheit vielleicht ein bisschen bewältigen. Und wenn sie dann den Leuten erzählen, ich habe mich implantieren lassen, guck dir mal meine neuen Brüste an. Das machen ja kaum, das machen ja kaum Frauen, außer ich sage jetzt mal diese Stars, wo man sowieso weiß, die haben was verändert. Aber die meisten möchten ja gar nicht damit an die große Glocke. Die machen das ja aus einem ganz, ganz intimen Grund, sage ich Ja, jetzt mal. Und stimmt. diese Frauen unterhalten sich untereinander nicht über ihre Operationen. Und ich mache es inzwischen komplett anders. Also es wissen alle Leute, es darf jeder wissen, wenn ich angeguckt werde. Und ich merke, da hat jemand Interesse dran, mehr zu erfahren. Dann bin ich immer offen und erzähle halt auch meinen Leidensweg. Also mir ist es auch ganz wichtig. Ich mache das auch halt wirklich Eye to Eye. Also ich brauche nicht anonym bleiben, sondern es ist mir wirklich wichtig, dass jeder Mensch, und ich rede hier auch von Männern, wir haben ja auch öfter mal Anfragen von Männern, ne, so wie ich Ja, das gelesen ja, habe, ja. inzwischen Und schon, ja. gerade des, ne, und gerade deswegen ist es einfach so wichtig, dass man in Kommunikation bleibt, dass man Absolut. sich traut, sichtbar zu werden und sich Ja. traut, seinen Leidensweg zu So ist erzählen. Das es. ist so, so Das wichtig. ist super Und wichtig dadurch können und wir ja, Leute retten. absolut, ja. Und solange Ja. Ärzte das nicht tun, so wie es sein sollte, ist es umso wichtiger, dass wir mehr Reichweite bekommen, dass Frauen darüber sprechen. Und ich merke ja, wenn ich in Social Media Kanälen unterwegs bin und finde den ein oder anderen Hinweis auf eine Frau, die vielleicht oder sie ist sogar sehr sicher oft Breast Implant Illness Symptome hat, dann mache ich darauf aufmerksam, indem ich einfach was kommentiere und zwar mit dem Vereinsaccount. Und das dient der Aufklärung, ja. Und da werde ich hart angegangen. Ne? Also ich habe letzte Woche erst einen Kommentar bekommen, machen Sie Ihre Werbung woanders?
erzählen Sie Ihren Scheiß woanders, ja. Und dann habe ich, also da krempel ich dann die Ärmel hoch, ne? Weil ich denke, was genau an dem Thema Aufklärung wird hier nicht verstanden? Ich mache das nicht, um Werbung zu machen, wir verkaufen nichts. Ganz im Gegenteil, ja. Ja. Und sondern wir klären auf. Und ich habe der Guten dann auch geschrieben, wenn nur eine einzige Frau, wenn es nur einer einzigen Frau hilft, ja, die schon erkrankt ist oder die noch mit dem Gedanken spielt, einer Implantation. Und wir können ihr helfen, dann hat sich dieser Kommentar gelohnt. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, Absolut. scrollen Sie bitte weiter. Das ist möglich in Social Media. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, lesen Sie bitte Zeitung. Ja, Ja, denn ja. na also, aber wie du das sagst, na klar, das ist einerseits, man spricht nicht darüber und wenn man darüber spricht, erntet man Shitstorm. Ja, also das ist nach wie vor ein sensibles Thema, zumindest hier. Ich denke, in den USA ticken die Uhren anders, was das angeht. Ja. Also da spricht jetzt auch jede Frau drüber, dass sie explantiert. Da sind wir halt noch nicht. Aber wir arbeiten Genau. daran. Ja, aber die haben Ja, auch früher mit dem Implantieren angefangen. natürlich. Das Und heißt, die in, haben schon die ja. ganzen Schäden jetzt jahrzehntelang erfahren. Ja, Das ist es, genau, ja. so ist es. Und in höheren Zahlen natürlich. Genau. Genau. Ja, gut. Magst du noch irgendwas dalassen? Und also für mich war das ein ganz tolles Gespräch. Und leider, also auch wenn es für dich wirklich traurig ist, ich finde das wichtig, das auch noch mal zu sagen: Nicht jeder geht aus dieser Geschichte wieder gut raus. Ja, also ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das schaffst. Ja, mit all dem, was du noch vor dir hast und mit deinem Mindset, dass du wirklich diese Implantate entfernen lassen kannst, so gut es geht. Das wünsche ich dir von Herzen. Möchte aber auch, wie Danke. gesagt, die Botschaft dalassen. Überlegt euch bitte früh genug, wo es hinführen kann, und überlegt euch, ob euch die Sache das wert ist. Ja. Und vielleicht magst du auch noch was dalassen an der Stelle. Ja, also tatsächlich, dass man sich es wirklich, wirklich gut überlegen soll und vielleicht nicht unbedingt mit dem Hintergedanken, ich kann ja die Implantate wieder entfernen lassen, wenn es mir nicht gut geht. Du weißt nicht, was es mit deinem Körper macht und wie schnell es das mit deinem Körper macht. Und es ist und bleibt eine Operation. Es ist auch ein großes Risiko, also auch das Risiko an sich einer Narkose und halt auch wirklich, was da einfach mit so viel Kraft in deinen Körper reingeschoben wird, wo es einfach nicht hingehört, kann ruckartig, also was bringt es dir, wenn du schöne Brüste hast und von einem Moment zum anderen dauerhaft chronische Kopfschmerzen und Clusterkopfschmerzen oder Migräne oder sonstiges hast? Das sind nämlich Symptome, die relativ schnell kommen und Ja. deswegen einfach, ja, vielleicht, ich glaube, man sollte mehr in die Selbstliebe gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man erstmal angehen sollte, bevor man weiter über eine Implantation nachdenkt. Absolut, das war das Stichwort. Das war das perfekte Schlusswort. Und vielleicht auch nochmal sich darüber im Klaren werden, dass unser Körper nicht funktioniert wie eine Maschine. Ja, wir sind kein Ersatzteillager, tauschen irgendwas aus oder nehmen es raus, wenn es nicht mehr gut ist. Wir haben keinen Reset-Knopf. Ja, das gibt Ja. einfach, es kann einfach passieren, dass man sich irreversible Schäden zuzieht und dann sieht das Leben sehr anders aus als vorher, was man leider an dir gut sehen kann. Ja. Ja, in diesem Sinne, liebe Sabrina, ich danke dir sehr für deine Zeit und auch für deine Offenheit und für deinen Mut, uns das zu erzählen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Wir bleiben eh in Kontakt. Du hältst uns immer auf dem Laufenden und ich wünsche dir sehr, dass sich das alles zum Guten entwickelt. Ja, vielen Danke, herzlichen liebe Dank. Birgit. Ja, Ja, und ich vielen danke Dank. euch nochmal. Grüß Ja, alle ganz lieb. gerne, das mache ich. In Danke, diesem danke für Sinne, alles. tschüss an alle und du bleib einfach noch mal drin in der Leitung. Tschüss. Weitere Informationen, praktische Tools und Hilfe findest du auf unserer Homepage und in unserer großen Facebook-Community und natürlich auch bei Instagram. Schön, dass du zugehört hast und bis bald.